Rosalina. Hat uns gerettet. Dieser Kristall ist der Beweis ihrer Tapferkeit. Aber wieso ist sie in diesem Ding gefangen? Misera. Dieses Ding ist Misera. Und ja, Rosalina steht fest in ihrem Bann. Das ist nicht ihr Werk, Rabbit Rosalina. Aber wenn wir Misera nicht aufhalten können und Rosalina sich selber befreien kann, dann ist sie für immer verloren. Oh, wenn sie sich nicht selber befreien kann, dann ist sie für immer verloren. Ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst, denn ich fühle dasselbe. Aber ich fühle auch noch etwas anderes. Ich bin zugleich traurig, aber auch entschlossen. Ja, sogar optimistisch. Ich fühle... Was? Du fühlst Hoffnung. Seht ihr? Eure KI ist zwar eine neue Emotion im Emotionsgeschäft, aber wenn er euch einen Kristall mal genauer anguckt, dann steht da, dass er recht hat. Der Megabug. Eine Abscheulichkeit, die teilweise aus mutierter Rabbit-DNA kreiert wurde. Eigentlich wurde er ein für alle Mal besiegt, doch ein letztes Fragment von ihm schwebte ziellos durch die Galaxie. Verschmolzen mit und angetrieben durch Weltraumschutt, mutierte es noch einmal. Oh mein Gott. Was passiert gerade? Entwickelte es ein Empfindungsvermögen. Es wollte wachsen und ernährte sich dafür von der Lebenskraft der Galaxie. Irgendwann wurde es schließlich zu Misera. An einem schicksalhaften Tag spielten ein paar Lumas mit einigen Rabbits, die gerade auf der Durchreise waren. Angelockt von der mächtigen Energie, die die Freude der Lumas ausstrahlte, zog es Misera zur Sternwarte. Misera näherte sich ihnen unbemerkt. Selbst Rosalina spürte ihre Anwesenheit nicht, bis es zu spät war. Im allerletzten Moment stellte sich Rosalina zwischen die Lumas und Misera, um sie zu beschützen. Die Rabbits und Lumas wurden dadurch gerettet, doch dann ist etwas Schreckliches geschehen. Ein gewaltiger Energiestoß. Die Rabbits und Lumas wurden weit weggeschleudert und sie verschmolzen und erschufen so eine neue, mächtige Spezies. Die Sparks. Rosalina war ebenfalls verschmolzen. Mit Misera. Misera hatte die Kontrolle, doch sie spürte, dass Rosalina sich gegen die Vereinigung wehrte. Um Rosalinas Willen unwiderruflich zu unterdrücken, braucht Misera Sparks, deren Energie sie absorbiert. Dann stellte Misera eine mächtige Armee aus abtrünnigen Rabbits und Bowsers Schergen unter Gedankenkontrolle auf, angeführt von den Spark-Jägerinnen. Dennoch fürchtet sich Rosalina nicht vor Misera. Von Anfang an wusste sie, dass sie sich auf ihre Freunde verlassen kann. Sie wusste, dass sie sich auf uns verlassen kann. Hoffnung. Rosalina weiß, dass wir kommen. Deshalb hat sie eine Nachricht übermittelt. Wenn sie glaubt, dass wir ihr helfen können, dann muss es auch einen Weg geben. Lassen wir sie besser nicht warten. Was? Dann lassen wir sie besser nicht warten. Wenn er mich entschuldigt, ich muss mir einen Schildknacker zusammenschustern. Das ist, nicht ganz die Feuerkraft, die ich erwartet hatte, aber ich vertraue dir voll und ganz, Mutti. Wir haben gerade genügend gereinigte Finsterzeit-Energie, um Miseras Festung zu erreichen. Nicht vergessen. Denkt daran, nicht der Schildknacker wird Rosalina retten. Ihr seid zwar alle voller Hoffnung, aber ihr müsst auch zusammenhalten. Einigkeit. Ja. Einigkeit. Darum geht es hier. Danke, Mutti. Wir werden es nicht vergessen. Versprochen. Na denn? Na denn? Worauf wartet ihr noch? Ich kann hier ja nicht ewig rumjammern. Guys. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Rabbids Sparks of Hope. Viele Leute haben es schon
vor Release des Spiels theorisiert, ist Misera Rosalina. Und nun habe ich und ihr auch die Bestätigung, ja, genau das ist der Fall. Und oh mein Gott, ist die Story geisteskrank und deep. Es ist der Wahnsinn. Und wenn ich das richtig verstehe, werden wir auch in der nächsten Folge in Miseras Festung steppen. Ich würde sagen, heute ist so ein kleiner Vorbereitungspart, in dem wir nochmal ein paar Kämpfe machen in dieser Welt und vielleicht auch andere Dinge tun. Wir werden nicht jetzt direkt in die neue Welt steppen. Das kommt nochmal in einem gesonderten Part. Wie lange brauchst du zum Rennen? Ah ja, hier den Sack wollten wir. Ich sag mal 10 davon. Ist das und das hier nicht das gleiche? 70% und 100%. Ah nein. Okay. Das hier heilt scheinbar komplett. Okay, das hier haben wir jetzt schon häufig benutzt, deswegen kaufe ich davon mal 5 Stück. Und ja, manche. Boah, die Waffen sehen strong. Yo, das sieht mega strong aus. Darauf hätte ich schon Bock. Kann man ja mal überlegen. Kann man ja mal überlegen. Ne, davon haben wir gerade welche gekauft. Holen wir nochmal 1070er Heilungen. Und schauen uns ein letztes Mal in dieser Welt um. Heißt, ich würde sagen, wir steppen einfach mal hier nach vorne. Und ich weiß, wir müssen gegen 3 Kamex kämpfen. Für eine Medaille. Das war, glaube ich, er hier. Genau. Und warum nicht damit jetzt mal anfangen? Indem wir uns den ersten Magikoopa raussuchen. Was ist das hier eigentlich? Ich will es gar nicht so genau wissen. Der hier unten bewacht scheinbar was Spannendes. Lass uns auch den hier besiegen. Dashen, dashen, dashen. Wunderbar. Es gibt immer noch keine Erstangriffe. Finde ich ein bisschen schade, aber ist okay. Die Folge heute wird auch ein bisschen kürzer, weil wir haben heute krasse Story-Offenbarungen bekommen. Und ich glaube nicht, dass ihr jetzt noch viel groß Gelaber vor der letzten Welt haben wollt. Scheinbar ist es wirklich die letzte Welt. Also nicht diese, sondern die nächste. Und da habe ich schon Bock. Werde zum Oberlehrer-Verehrer. 6 Züge müssen wir überleben. Ich glaube, dass ich das hinkriegen sollte, aber mal gucken. Wir können sehr weit steppen, das finde ich gut. Volles Kanonenrohr rein da! Gut, den Damage hier genommen. Er kann uns jetzt zum Beispiel wieder verfolgen. Das ist alles so verwirrend. Boah, dann stelle ich mich doch ein Stück weiter weg von ihm. Bumm. Hier ein bisschen Damage. Und der hier, der macht ja erstmal nichts, deswegen. So hätte ich den nicht. Boah, er könnte halt immer noch überleben, gell? Deswegen, glaube ich, kümmere ich mich erstmal um den Lehrer. Der hier ein bisschen im Wege steht. Habt ihr nicht voll die Schwäche gegen das hier? Nein. Schade, schade. Du hast eine Schwäche dagegen? Auch nicht. Ich kann aber beide nochmal einschlafen lassen. Was uns halt nochmal die Möglichkeit gibt, gleich ganz wunderbar den Damage zu machen. Nee, will ich ungern, weil er dann ja wieder wach wird. Deswegen warten wir die Runde einfach mal. Und den da oben habe ich nicht gesehen. Cool. Ja, finde ich nicht so. Mit ihr können wir doch Double Dash, ja, ganz genau. Bitte. Das kannst du keinem erzählen. Wie viel Leben hat er noch? 315. Okay, das ist gar nicht so wenig. Ich dachte, er überlebt das jetzt so mit 2.
ihn lassen wir eine Runde schlafen. Und ihn holen wir aus dem Leben heraus. Und Bowser könnte da oben nochmal reinfeuern. Oder wir sparen uns die Feuerkraft auf. Die kommt nicht bis nach da oben, was halt gut ist. Deswegen kann ich sie diesmal spawnen. Ich würde sagen, die heutige Folge maximal 20 Minuten, maximal 25 Minuten, einfach damit wir schnell weiterkommen. Ja. Ja, mal gucken, was so passiert jetzt, wenn hier noch ein paar Gegner spawnen. Ich habe eigentlich gehofft, dass zuerst Gegner spawnen und dass das dann passiert. Haben wir nicht zwei Ladungen davon? Na los. Ich dachte, hätten wir. Scheinbar nicht. Auch gut zu wissen. Er kriegt hier nochmal schön Damage. Wichtig, wichtig, wichtig. Dashen. Gleich nochmal. Hast du eine Schwäche dagegen? Nein, hast du nicht. Dashen. Er kann schon mal für die Runde. Ich meine, wir können mit Rabbit Rosalina so weit laufen, das ist so mega angenehm. Hier oben wird schön runtergeballert. Ganz wichtig. Bowser auch nochmal rein da. Wundervoll. Stopp, 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 stopp. Das ist halt echt nicht nice. Bitte, 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 komm. Crit, crit. Schöne Crits. Mann, warum nicht? Aber mit Luck ist er vielleicht down. Nicht mal so ist er down. Was ist denn das? Ah, er ist aber runtergefallen. Okay, dann ist perfekt. Keine Ahnung, wie wir hier oben stehen. Ich weiß ja nicht, was da spawnt. Deswegen... Nee, brauche ich nicht eigentlich. Entweder spawnt ein großer oder ein leerer. Großer. Und der ist 10 Meter weit weg. So. Ihr Guys, fahrt bitte nach da oben. Er rennt immer weiter weg, das ist schlecht. Ja, eben. Lass mich mal was tryen, ob das wirklich so krass ist. Was ist das hier, gell? 60% mehr Damage. Das möchte ich jetzt aber auch sehen, dass das 60% mehr sind. Boah, einmal komplett außen rumlaufen, Mann. Auch beim Dashen? Sieht so aus tatsächlich. Er dürfte mich eigentlich nicht verfolgen, weil er jetzt erst aus der Starre erwacht. Ja, tut er aber trotzdem. Aber er macht ja nur Wasserschaden, gell? Vor allen Dingen... Oh mein Gott, sie ist fast tot. Hallo? Oh, unangenehm auf sehr vielen Ebenen. Auf jeden Fall wird der Kollege hier zurückgelockt. Vielleicht ist er sogar gerade down. Natürlich nicht. Deswegen muss sich Rebella nochmal um diesen netten Herren hier kümmern. Viel zu leicht. However. Rabbit Rosalina kriegt auf jeden Fall ein bisschen Support, damit diese nicht wegrippt. Vielleicht ist das sogar heute der einzige Kampf, den wir machen. Das fühlt sich nämlich voll so an. Komm. Bitte richtig gut Damage nehmen. Vielleicht auch wegrippen. Ich krieg keine Crits mit ihr hin in letzter Zeit. Ja. Keine Ahnung, was da oben rauskommt. Auf jeden Fall reflektieren an. Und dann wird mal gehofft. Er ist down. Ein großer.
Und jetzt vielleicht noch ein kleiner, der schießen kann. Nein? Oh, dann war das Schutzschild völlig umsonst. Was haben wir gesagt? Okay, jetzt brauchen wir zum Beispiel 70%. Oh, 70 haben wir aber noch viele. Oh, habe ich unnötig gekauft. Okay, alles gut. Schieß eigentlich... Ja, doch, komm, schießen wir beide an. Verfolgen uns beide? Nein, nur der vordere. Natürlich beide. Sinnlose Frage. Wir können hier schön beide hitten. Oh ja. Das fühlt sich richtig nice an. Und wir können mit Rabbit Rosalina nochmal einen schlafenden Dash rausholen. Auf ihn hier. Ist ja egal, auf wen. Seid ihr ein bisschen... Wir können jetzt Bowsers, Koopas, Robo-Koopas nochmal nach da vorne schicken. Mach bitte, bitte, bitte. Schade. Die Sache ist, wir müssen nach dieser Runde noch eine weitere Runde surviven. Das stelle ich mir schlimm vor. Oh, maybe, wenn wir Glück haben. Ah, das war sehr strong, aber nein. Ja, oh mein Gott. Maximal strong. Maximal strong. Ja, wunderbar. Wenn er sich traut, hier um die Ecke zu kommen, ja, selber schuld, Kollege. Oh nein, er überlebt das. No. Ja, okay, okay. Genau. Qualitätssounds, für die ihr auf jeden Fall ein Like da lassen solltet. Alright, er könnte down sein. Natürlich nicht. Ich will eigentlich schön weit weg von dem stehen. Dreimal Damage gemacht. Wunderbar. Also das ist halt maximal traurig. Ey, wenn ich ihn noch ein Zentimeter näher anlocken könnte. Diesen Kollegen. Was muss passieren, dass ich... Wie weit muss ich mich wegstellen, dass ich... Stehe hier hinten. Ich stehe hier. Komm schon. Das ist richtig schlecht jetzt. Treffe ich ihn damit? Nein. Aber hiermit würde ich den da oben treffen. Ja. Tue ich wenigstens etwas Sinnvolles. Ich stehe zwischen den beiden. Ich weiß, aber ich mache jetzt den Spiegel gleich an. Ich kann den Spiegel nicht zünden. Ach, Mann. Windstoß. Windstoß muss es jetzt regeln. Windstoß muss es regeln. Wunderbar. Da ist keine Linie, die mir sagt, dass ich ihn treffe. Jetzt. Schön die Crits reingedrückt. Und jetzt erstmal den Kollegen zum Schlafen bringen. Oder nein, habe ich nicht doch dieses Schleimding? Ah, ich hätte es vielleicht andersrum machen müssen. Außer vielleicht... Nee, ich kann ja nichts mehr machen. Kann Bowser noch was machen, weil er hat sich ja bewegt, der Kollege. Der freundliche Herr da oben. Bowser kann den einfach nicht hitten. Ich hab's akzeptiert, ist ja gut. Ich weiß nicht, was weiter weg ist. Ich glaube das hier.
Aber nun gut. Geben wir unser Zug doch mal ab. Er kommt nicht bis zu uns. Er kommt nicht bis zu uns. Ja, wunderbar. Wir haben diese Runde sogar alle überlebt. Ach, ist das nicht schön. Und Guys, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt schon. Und freut euch auf die nächste Folge. Da geht es dann in die neue Welt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Dann verpasst ihr nämlich die nächste Folge auch nicht. So, was befindet sich hier noch Spannendes drinne? Ich sage Tschüss, bis dann.